Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware Add-on Alheim Version 4. Ja, und der Frosch im Hals ist heute leider auch mit dabei. Ja, und wir fahren heute die Linie 134 hier vom Saaterweg nach Lühr und dort am Frommholz. Und das Ganze machen wir, ihr habt es vielleicht schon erkannt, mit dem Bremer MAN, nämlich dem aus dem gleichnamigen Payware-Add-on und in dem Falle, ich hatte es ja schon im Vorstellungsvideo gesagt und Fokus wird sich bestimmt jetzt drüber freuen, natürlich in der entsprechenden Dresden-Mod. Ja, und ich habe mir natürlich auch gleich, ich will jetzt nicht sagen ein Ei gelegt, aber ich habe mich selber wahrscheinlich ein bisschen behindert. Schauen wir mal, wie sich das Video gestalten wird, weil die 134 ist nämlich eine reine Solo-Buslinie. Sie geht auch nur knapp 20 Minuten. Gut, dieses Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als 20 Minuten. Aber sie ist relativ kurz, nur eine Solo-Linie. Ja, und ich habe hier 18,75 Meter Gelenkwagen hergestellt. Ich bin hergefahren vom Betriebshof bis hierher. Ich habe sogar eine Runde hier um dieses Rondell gedreht. Ja, deswegen steht der Bus auch so ein bisschen komisch da. Aber ich habe es geschafft, wirklich noch einmal ringsrum zu fahren. Weil ich dachte schon, reingefahren bist du, kommst du hier auch wieder raus. Also ich habe es geschafft, offline natürlich. Mal sehen, wie es jetzt online funktioniert, sprich, wenn ihr im Video mit dabei seid. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Bremer MAN in der entsprechenden Dresden-Mod. Ja, was soll man dazu sagen? Ist ja eigentlich mittlerweile alles bekannt, was Fokus sich hier so gedacht hat. Den Spiegel, den rechten, da habe ich mir mal diesen schönen Boxerhandspiegel hingemacht, weil der auch diesen kleinen eckigen Spiegel hat. Natürlich habe ich mir die Spiegelsichten ein wenig angepasst und auch den Sitz, aber das ist jetzt erstmal weniger von Belang. Von Belang ist ja schöner, langer, voller Bus. Also ich hoffe mal, er wird voll. Aber ich glaube fast nicht. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig herausgefunden habe, für was ist denn hier vorne diese Karte? Ich hätte jetzt nur gesagt, da steht eine Kursnummer drauf, aber hier steht leider nichts drauf. Aber okay, vielleicht sieht ja das Fokus und kann mir was sagen dazu. Möglicherweise steht in Dresden da eine Kursnummer drauf. Könnte ich mir vorstellen, ich kann es zwar anklicken mit der Maus, aber da ändert sich nichts. So, ich würde mal sagen, wir begeben uns in das gute Stück und machen selbiges an. Jawohl. So, dann mache ich mal hier vorne auf und mir auch die Pfeile an. Nee. Nee. Wir sind Saaterweg. Genau. Nee, keine Endhaltestelle. Ich hoffe, du hast nicht umgeschildert. Nee, hat er nicht. So. Dann würde ich mal sagen, lang genug gelabert. Wir machen startbereit das gute Stück. Ja, die 20 Sekunden warten wir jetzt noch. Sind keine 20 Sekunden mehr, sondern eigentlich, das sind immer 6 Sekunden. Also in dem Falle waren es noch 12. So muss man das nämlich eigentlich sehen. So, ich würde mal sagen, sich zurückstellen, wenn der OMSI dann mitmacht. Gut, es wollte niemand mitfahren, dann fahren wir mal los. Jawohl, das macht er glaube ich auch. Dass er ansagt, alle Türen sind geschlossen. So, und jetzt schauen wir mal, wie der Jan sich hier anstellt und hier vernünftig rauskommt. Auf jeden Fall muss man weit vorfahren. Gut einschlagen, kann sein, dass gleich der Knickschutz kommt. So, auf jeden Fall. Ja, ich weiß. So. Von da ist frei. Und von da wird frei. Bist du mir reingefahren jetzt da hinten? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber ihr seht's. Ja gut, bisschen arg weit ausgeholt. Aber ich bin raus. Ja, ja, und da wird's erstmal rot. Pilzgrube. Thank you.
So, was ist denn jetzt los? Also PS hat der Bus ordentlich im Heck. Also ich würde mal sagen, eine große Maschine, 300 und PS auf jeden Fall. Steigt ihr nicht auch an der zweiten Tür ein? Wie war denn das? Hallöchen. Also man merkt, dass hier ordentlich was losgeht, wenn man aufs Gas tritt. Muss man richtig aufpassen. Die Haltestelle, die hättest du aber auch fast laufen können. Na, ich denke, hier hakt noch irgendwas. Guten Tag. In Omsi, die Fehlermeldung kam auch noch nicht bezüglich des Unfalls. Ich denke aber, die kommt gleich. Und dann sollte es flüssiger laufen hier. Für den Frosch im Hals muss ich mich weiterhin entschuldigen. Ach, weil wir gerade bei Entschuldigen sind. Da habe ich ja direkt noch was zu erzählen. Da kommt die Unfallmeldung und ab jetzt sollte es ein bisschen flüssiger laufen. Ja, ich muss ja eigentlich mich auch noch bei euch entschuldigen für die vorhergehenden 3 Videos, muss man jetzt wirklich dazu sagen. Ich hatte nämlich nach der Hintour zur Fachhochschule mal geschaut, ob es eventuell ein Update für Alheim V4 gab oder gibt. Das hat's gegeben und ich habe natürlich auch eingespielt. Hallöchen. So, und was habe ich natürlich nicht beachtet? Ich dachte eigentlich, gut, AI-Liste etc. wird sich nicht geändert haben. Guckst du nicht nach. So, und dann wundere ich mich, dass ich Fehlermeldung am Anfang immer habe, aber trotzdem spielen kann. Oh, hätte ich hier abbiegen müssen, weil hier eine Haltestelle ist. Nö. Da drüben ist zwar auch eine Haltestelle, aber nicht für uns. Okay, wir dürfen hier weiter. Ja, was wollte ich erzählen? Ja, habe also, war davon ausgegangen, an der AI-List hat sich groß nichts geändert. Ja, und habe mich dann gewundert, dass ich so gut wie keinen KI-Verkehr mehr habe. Dachte ich, okay, nach dem... Quasi nach dem Video vor diesem hier habe ich mir dann wirklich mal hergenommen und geschaut, was denn nun der Fall ist. Und siehe da, rechts blinken und im Kreisverkehr bleiben. Okay. Ja, siehe da, der Ersteller oder die Ersteller haben doch tatsächlich die AI-Liste aktualisiert und quasi... Nee, du rappelst mal nicht, da hinten ist noch Platz. Haben quasi die Facelifts im Morphe Sound Paket von der Version 1.4 in die Version 2.0 umgemünzt. Ja, und ich habe natürlich beides auf der Platte liegen, aber jetzt ist auch was zu. Gut, danke. Aber natürlich in verschiedenen Ordnern. Und dann muss ich natürlich, wenn ich Facelift Version 2 fahren will, beziehungsweise in der KI-Liste haben möchte, entsprechend die AI-List anpassen, dass er auch wieder die Dinge findet. Ja, nachdem ich das gesehen und gemacht habe, habe ich dann aber auch festgestellt, Moment mal, hier fahren ja jetzt nur noch Facelifts rum. Und dann habe ich mal geschaut. Ich hatte natürlich noch die alternativen AI-Listen liegen von der Original, also von der ersten Installation, von der Version 1, sage ich jetzt mal. Nee, Quatsch, das ist Quack. Also wie gesagt, von der ursprünglichen Form-Update müsste eigentlich bei jedem noch liegen. Und da sind zum Beispiel die Sitaros noch drin, und zwar in der Version 1.4. Und auch, was mir auch gefehlt hatte,
war der Bremer MAN als KI und das habe ich, die AI-Liste habe ich in dem Sinne ausgetauscht und jetzt habe ich Facelifts in der vorhergehenden Version wieder und auch den Bremer MAN. Also ein bisschen Abwechslung und nicht nur Citarus in der Version 2. Das hat man nämlich gerade in Eichenhöhe Bahnhof gemerkt. Da rudelte es etwas. So, und jetzt müssen wir mal spaßenshalber gucken, ob hier überhaupt weitergeschalten ist oder nicht. Ich habe nämlich gar nicht auf die Ansagen gehört. Aber mal so ganz nebenbei hatte ich am Anfang erwähnt, dass ich der Meinung bin, mit dem Kollegen hier unterdimensioniert zu sein. Hallo. Also überdimensioniert. Aber wenn ich sehe, was hier alles einsteigt und mitfahren will. Hallo. Wir haben übrigens einen ganz normalen Wochentag. Mittags um 2, sage ich jetzt mal. Und aber hier... Halleluja, sage ich dann nur. Also war doch die Entscheidung nicht ganz verkehrt, den 18,75 Meter Gelenkzug aus dem Hof mitzunehmen. Der Solo wäre wahrscheinlich jetzt schon fast voll. So, jetzt aber wie gesagt, da wollte ich mal eine dicke Entschuldigung sagen. Das lag an mir, dass ich da was nicht kontrolliert habe, auch für mich in die Zukunft. Einfach öfters die AI-Liste kontrollieren. Also ich hatte echt nicht gedacht, dass die mit aktualisiert und angepasst wird. Aber jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben grün. Und von da kommt aber nichts. So, oh, war das schon? Ne, das hat noch gereicht. Gut. So, jetzt kannst du mal zeigen, was du an PS da hinten drin hast. Ich hab mal richtig Gas hier. Komm, jawohl. Ja, doch nicht so viele PS. Oder wirken sich jetzt schon die Leute aus? Oder ist diese Rampe einfach zu steil? Na gut, wir haben natürlich auch nur Weitgetriebe. Könnte natürlich sein, dass er hier ein bisschen Probleme hat. Aber jetzt wird es doch besser. Guten Tag. Hallo. Hi. Also er hupt nicht jedes Mal. Ich glaube, das könnte man auch irgendwo noch abstellen über die Eigenschaften. Auch der Bus ist ja wunderschön anpassbar. Stammt, soweit ich weiß, ebenfalls aus der Schmiede von Grizzly. Bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber das ist eigentlich meine Information, mein Wissen. So, dann fahren wir mal weiter. Wir nähern uns Eichenhöhe Bahnhof. Ein Stückchen ist noch, aber ich muss da mal gucken, an welchen Bussteig wir ran müssen. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob ich mit dem langen Gerät dort auch wieder vernünftig rauskomme. Gerade wenn es der 1er Bussteig ist, da muss man doch ganz schön einschlagen und lenken. Sie mit Sicherheit, vielen Dank dafür, KI nachgeladen, die wir bestimmt bald zu Gesicht bekommen werden. Hoppapapa, komm zum Stehen hier. So. Ja, ich weiß, dass ihr raus wollt, Leute. Hallo. Hallöchen. Hallo. So. Sollte ich hier stehen bleiben? Ne, wir fahren bis an die Ampel vor. Haben wir ja schon in einem anderen Video gemacht. Müssen wir dann bloß gucken, wie wir uns einfädeln, ja?
So, jetzt muss ich doch mal gucken, ob neben mir was steht. Ne, da ist Platz, da können wir auch schön rüber. Und da ist vor allem grün, dass wir gleich an die Haltestelle können. Hallo. Da kommt uns KI entgegen. Hallöchen. Das schaffen wir noch. So, dann gucken wir doch mal. Auf 1B dürfen wir. Sehr gut. Dass ich das auch mit dem guten Stück hinkriege. Da hinten sieht es gut aus. Da kommt jetzt ein Kollege entgegen. Hallöchen. So, komm, Schwung hier hoch. Oben ist grün. Ja, es war grün. Aber wir sind oben. Oh, da hat aber zu kämpfen, der Kleine. Meine Herren. Echt ganz schön heftig. Das sieht aus wie der Gegenkurs zu uns. Ja, so ist es. Was fährst denn du für Schlangenlinien mit deinem Golf? Interessant. Nee, wir sind erst einmal Eichenhöhe Bahnhof, das werde ich gleich korrigieren. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, hier war ein Fahrzeug, was mit durchfuhr. Ich muss mal gucken, wo das ist. Das ist nicht mehr zu sehen. Gut. Ich hatte gesagt 1B, ja? Das ist hier hinten. So, dann bitteschön. Und wir müssen mal hier ein bisschen
zurückstellen. So, jetzt passt es wieder. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie 8 sowie zum Regionalverkehr. Aber wir werden doch richtig dran stehen, oder? Ja, steht noch alles richtig dran. So, Abmarsch. Sind eh schon verspätet. So, dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier vorne rauskommen. So, voll einschlagen müssen wir gleich. Ich will wenigstens die Ampel sehen. Da ist sie. So, was sagt denn der Spiegel? Na, wird eng. Das ist grün für mich. So, dann voll einschlagen, dass ich hier rumkomme. Das hat gepasst. Das mit dem Auto passt gerade so. So, jetzt kommen wir rum hier. Wirklich, wirklich, wirklich. Gerade so, dass wir rumkommen hier. Aber ich kriege es hin. Hallo Kollegen. Ne, wir müssen noch anhalten. Wir haben kein Grün. Jetzt dürfen wir. So, das nächste ist Flügelstraße. Das ist wichtig zu wissen. Danke. Und Sie? Geht's weiter oder geht's nicht weiter? Schade, schade, schade. Na gut, dann mache ich mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder mit frisch geladenem Omsi und dann schauen wir doch mal, ob wir es jetzt schaffen. Also, Flügelstraße war angesagt, dann schauen wir mal.
So, jetzt ist natürlich auch niemand mehr im Bus, aber ich mache trotzdem mal die Türen auf. Du lässt mich noch raus. Dankeschön. Da war noch irgendein Unfall. Keine Ahnung, welchen Unfall ich da verursacht haben sollte. Ich habe aber noch 134 vorne dran stehen. Ja, doch mal bloß mal gucken hier. Ja, Hammer. Gut. Dann wollen die Leute bloß nicht mit. Aha, wir müssen abbiegen. Ja. Lässt du mich raus? Nö. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah. Schwierig. Dann schauen wir mal, dass wir rumkommen. Ja, eigentlich das weit nach hinten gelegt. Das sieht gut aus. Dann mal auch mit dem langen Ding hier rum. Das passt. Der hat sogar gewartet, obwohl er grün hatte. So, dann schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Ist leider niemand mehr. Kein Pfeil zu sehen, also rein theoretisch geradeaus dürfen wir weiterfahren. Im kalten Grunde. So, wir müssen noch links. Am Frommholz. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Ja, viele Leute werden nicht mehr aussteigen. Wie gesagt, die haben wir ja nicht gerade verloren. Aber ich habe gar nicht gedacht, dass das jetzt nur noch so ein kurzes Stück ist. Ich war der Meinung, das ist noch ein Stück weiter. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier weit genug links fahren können. Ohne, dass wir da irgendwo schleifen. So, und dann wäre hier unsere Haltestelle jetzt. Dann machen wir das doch. So. Dann, bitteschön. Fahrplan kommt, naja gut. Ja, wir sind ganz pünktlich hier an. Genau 36 sind wir angekommen mit 0000. Hab ich auch noch nie gehabt, sowas. So, dann haben wir jetzt ein wenig Zeit, bis es wieder zurückgeht. Nämlich eine Viertelstunde. Naja, 14 Minuten. So, hat er denn schon umgeschildert, der Gute? Hat er. Gut, ja, das war natürlich jetzt nicht mehr ganz so schön, der Schluss. Aber egal, wir haben es geschafft. Wir sind hier am Frommholz. Mit dem Bremer MAN, mit den 1875 Winter Dresden Mod und das Ganze auf dem Hinweg der Linie 134 von Bleigenburg und da vom Saderweg hierher. Ja, ich hoffe, es hat dennoch gefallen, auch wenn wir jetzt zum Schluss hin vor ein paar Minuten so ein bisschen einen Omsi-Aussetzer hatten. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir die Rücktour fahren werden, wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.